Die siebenfache Berührung der Erde. Eine Meditation, die uns tiefer erfahren und uns annähern lässt, den drei Dharma-Siegeln, nämlich Nicht-Dauer, Nicht-Ich und Nirvana. Ohne diese Siegel ist das Buddha-Dharma nicht authentisch. Die Nicht-Dauer ist zugleich dargestellt in dieser Übung als eine Zeitlinie, die die Unbeständigkeit und das Zusammenwirken, das Zusammenfallen von Vergangenem und Zukünftigen in dem Hier und Jetzt uns verdeutlicht. Es ist die Zeitlinie. Das Nicht-Selbst wird geübt, indem wir die Raumebene berühren, in dieser Meditationsübung uns dem Raum annähern, das Verwobensein von allem mit allem, das wechselseitige Durchdrungensein, die Idee des Interseins. Alles ist Ursache und Wirkung, alles ist Existenz des einen und zugleich auch in allem anderen enthalten. Und Leben berühren wir nur im Jetzt. Diese Unbeständigkeit ist eine ständige Chance zum Neuanfang. Es ist häufige Leidensursache, der Wunsch, Unbeständiges möge doch beständig sein, und eine Reihe weiterer falscher Vorstellungen, die damit verbunden sind. Und schließlich Nirvana, die wir uns nicht als eine vertikale Zeitlinie wie die Nichtdauer, auch nicht als Plattform wie das Nicht-Selbst, das Verwobensein von allem im Hier und Jetzt vorstellen, sondern als eine Art transparente Kugel außerhalb des Raum- und Zeitkontinuums. Dieses Nirvana, auch oft genannt reines Land, Reich Gottes, ist kein Konzept, sondern eine konkrete Dimension unserer Wirklichkeit, untrennbar von der relativen Alltagswirklichkeit vorhanden. Es ist der Grund des Seins, es ist die wahre Natur. Es ist, wie Thay häufig im Beispiel darstellt, eine Welle, die nicht zu sterben braucht, um Wasser zu werden. Und da gilt Lavoisiers Aussage, nichts ist geboren, nichts stirbt. Und dieses Verstehen von Nicht-Dauer und Nicht-Ich ist der Schlüssel, um das Tor der Wirklichkeit aufzustoßen. Nirvana ist das Reich von Geburtlosigkeit, von Todlosigkeit, von Nichtkommen und Nichtgehen. Wenn wir nachher als erstes in die historische Dimension, die Betrachtung der Zeit schauen, dann dient Achtsamkeit als Werkzeug, um zu sehen, dass die Dinge sich ständig verändern und es kein separates Selbst gibt. Jede Zelle, jedes Chromosom der Eltern und Vorfahren und vieler Generationen vor uns enthält ganze Zeit, die ganze Linie der historischen Dimension. Und solange die Bedingungen vorhanden sind, lebte zum Beispiel der Urgroßvater eine Zeit lang und setzte sich fort in den Großeltern, Eltern und in uns. Und wir geben immer wieder eine neue Energie, eine neue Welle im Strom des Lebens. Wiederwerden findet jede Sekunde statt, seit anfanglosen Zeiten. Und im Strom des Lebens ist Neugeburt ständig vorhanden, selbst dann, wenn der Körper nicht mehr manifest ist. Die Betrachtung von Nicht-Selbst, von Raum in der historischen Dimension zeigt uns, wie sehr wir tief verbunden sind mit allem Lebendigen, der Mitwelt, den Wäldern, den Bäumen, den Tieren, der Luft, den Elementen, allen Elementen, den Felsen. Ein Element aus der Welt des Seins herauszunehmen, bedeutet, dass es das andere nicht mehr gibt. Und wir, wenn wir das immer weiterdenken, schließlich auch nicht mehr existieren könnten. Gemeinsam verbunden durch Luft, Wasser, Erde, Feuer, verbunden mit den Kindern, den Freunden, unseren Mitarbeitern. All das gehört zu dieser Dimension des Raumes.
Und das Beispiel des Ozeans mit seinen unterschiedlichen Wellen zeigt uns wunderbar, dass Wasser des Ozeans eins ist, der Ozean des Lebens auf diesem Planeten Erde. Und jede Erscheinung, alles, was erscheint, ist eine Woge auf diesem Ozean des Lebens. Und jeder von uns ist Welle, wichtige Welle. Ist eine andere unwichtig? Wir sind das Wasser dieses Ozeans. Auch das. Wir waren schon alles und tragen dies in uns. Aus Pflänzchen ermöglichen die Bedingungen einen riesigen Baum. Dieser trägt Früchte, gibt seine Existenz weiter. Und der Baum wird nicht mehr da sein, wenn die Bedingungen nicht mehr zusammenkommen und existiert in anderer Form weiter. Und so ist es schließlich auch die dritte Betrachtung zu Nirvana. Wir alle tanzen, manchmal stolpern auf dem Ozean des Lebens. Leben und Tod ist Spiel. Erscheinen, verschwinden. Nicht selbst und nicht Dauer können wir durch die Praxis ganz allmählich selbst erfahren, uns dem annähern. Und Nirvana ist ein Bewusstseinszustand, kein Ort, frei von Gier, von Hass, haben müssen und loswerden wollen und von Unwissenheit und Verblendung. Und nun stellt euch bitte vor, ein schönes Bild, wir sind alle ein Lebensbaum. Wir haben eine Baumkrone, die oft vom Sturm des Lebens gebeutelt wird. In ihr sind die Sinnesorgane enthalten. Hören, sehen, riechen, tasten, schmecken, denken. Und sie bringt Früchte hervor. In dieser Baumkrone sind die vier Früchte, die Buddha mal als die Kultur unseres Herzens definiert hat. Liebe, liebevolle Zuwendung, Mitgefühl, Freude und Mitfreude und Gleichmut. Zu akzeptieren, was da uns widerfährt aufgrund der Bedingungen und loszulassen, fallen zu lassen, was wir ja doch nicht halten können, was uns mehr Freiraum verschafft, wenn wir lassen können. Das ist Gleichmut, Mut. Und es gibt außer der Baumkrone dieses wunderschönen Lebensbaumes, der wir sind, einen Baumstamm. Er ist stabiler. Er ist der Sitz von Hara, von unserem Zentrum, auf das wir zurückgehen können, wenn der Sturm zu sehr tobt. Und wir werden spüren, dass dieser Stamm weit mehr Stabilität hat, fester steht. Aber auch er kann eines Tages stürzen. Dann sind die Baumwurzeln noch da. Sie erst bringen Stille, Ruhe, Sicherheit. Es ist wichtig, dass wir nicht wurzellos werden. Nicht bei starken Emotionen im Gipfel hängen bleiben, sondern lernen, wie wir in den Stamm uns zurückziehen können, indem wir atmen, vielleicht die Bauchdecke beobachten, heben und senken und nicht am Ort des Geschehens bleiben, kein Öl draufschütten. Atmen, ganz konzentriert, bei uns sind. Wut und Zorn nicht verdrängen, sondern anschauen. Es akzeptieren, was da in uns passiert und beruhigen, indem wir uns zum Stamm zurückziehen. Und wir haben bei diesem Wurzelgeflecht zwei Wurzeln, die genetische oder Blutsfamilie und auch die geistige Familie. Das sind Wurzeln, auf die wir gründen, die tiefen Einfluss in unser Leben haben, wenn wir durch Übung genauer, tiefer hinschauen lernen und sie mit unserem geistigen Weg klar verbinden. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder dieses Gefühl, ein Lebensbaum zu sein, hervorrufen, in die folgende Übung gehen, dabei eigene Bilder entwickeln, unsere Gefühle zulassen, unser Herz öffnen, und auf die Weise uns immer mehr dem tieferen Verstehen der drei Dharma-Siegel annähern. Und wir können, wenn wir die Erde berühren, bei dieser Übung der Erde die negativen Eigenschaften unserer Vorfahren übergeben.
Sie kann es aufnehmen, in Blumen und Gras verwandeln, verändern. Und sie nimmt es an. Wir können es wirklich der Erde übergeben. Und auf die Weise es ermöglichen, dass wir frei werden von all dem, was uns zutiefst daran hindert, eine Versöhnung mit uns selbst und anderen Menschen herbeizuführen, zusammenzukommen und eine Versöhnung zu finden, auch mit jenen, die uns viele Probleme und Schwierigkeiten bereitet haben. Bei der jetzt folgenden Praxis sollten wir uns wirklich öffnen, darauf einlassen. Und ich bitte euch nun, euch zu erheben und ein Lebensbaum zu sein. Ihr steht jetzt, legt bitte eure Hände zusammen, wie eine Blume, die vor eurer Brust erblüht. Schließt jetzt die Augen, damit ihr eure Wurzeln spüren, deutlich spüren, erkennen könnt. Und wir beginnen mit unserer ersten Wurzel, die Wurzel der Blutsfamilie. Und was ich jetzt sage, soll nicht als reine Worte, als die Rede übernommen werden, denn ich kenne ja eure Wurzel nicht so genau. Achtet also auf die Essenz dessen, was ich sage, weil ich nicht genau die richtigen Worte treffen kann. Ich mache euch nur ein Angebot. Und wenn ich etwas sage, was euren Bedingungen nicht entspricht, dann vergesst es einfach und findet eure eigenen Worte, eure eigenen Bilder für diese erste Wurzel. Seid jetzt gut geerdet, steht fest auf der Erde, seid mit eurem Atem verbunden. Ich bin ein Baum und ich stehe sehr sicher auf meinen tiefen Wurzeln. Ich kann allen Stürmen aller Verzweiflung mit einem heiteren Geist begegnen. Ich berühre meine Blutsfamilie. Und ich spüre in meinen Adern deine Vitalität, Mutter, als du noch 20 Jahre alt warst. In dieser Zeit warst du sehr dynamisch, hast viel geliebt und gelebt. Und ich spüre in meinen Adern deine Lebenskraft, Vater, als du noch der talentierte junge Mann warst, voll von kreativer Energie. Großvater und Großmutter, ich spüre eure Präsenz in mir. Ihr, nicht jetzt als die alten Menschen, sondern als ihr noch junge Menschen wart, voll von Talenten, voll von Energie. Und ich spüre, wie eure Kreativität in mir wiedergeboren wird. Ich weiß, wo immer Kinder, Enkelkinder sind, sind Eltern, sind Großeltern, Urgroßeltern, die ganzen Vorfahren mit ihnen. Und nun berühren wir zum ersten Mal die Erde. Ich berühre die Erde. Ich bin eins mit der Erde. Und ich gieße auf die Erde all deine Verzweiflung, all deine Angst und all deinen Schmerz, Mutter. Und ich übergebe der Erde deine Zornblockaden, Vater, deine Frustration. Ich übergebe der Erde deine harten Urteile, deine Verantwortungslosigkeit. Und ich lasse in die Erde fließen all die negative Energie, die auch ich geerbt habe und die von Zeit zu Zeit unglücklicherweise immer wieder in mir entsteht. Die Erde nimmt all das auf. Die Erde verwandelt es in grüne Wälder, in solide Berge und wunderbare Wiesen. Die Erde nimmt all eure Verzweiflung, eure Angst,
eure harten Urteile auf und verwandelt sie in kleine Frühlingsblumen. Ich öffne mein Herz und meinen Körper, um die Energie der Einsicht, der Liebe und Erfahrung, die mir auch von all meinen Vorfahren übertragen wurde, in mich wirksam werden zu lassen. Seht Bilder. Spürt euch hinein in all das, was ihr jetzt der Erde übergebt. Und nun steht bitte wieder auf. Einatmend, Ruhe. Ausatmend, Entspannung. Ruhe, Entspannung. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, eine Kontinuität all meiner Ahnen, aber anderer Ahnen, liebevollerer, frischer, neuer, kann ich die Ahnen in mir spüren. Und ich werde jetzt auch meine zweite Wurzel berühren, die spirituelle Familie. Und ich denke dabei an dich, mein Freund, meine Freundin, die ihr mir zugehört habt, als ich verzweifelt war. Ich spüre, wie diese liebevolle Energie in mir fließt. Ich denke auch an dich, mein alter Freund, Freundin, spiritueller Lehrer, der du mir warst, auch deine Energie oder noch bist, auch deine Energie fließt in mir. Ich spüre in all meinen Adern deine friedliche Vitalität strömen. Du hast mich gelehrt, wie ich das Leben tiefer berühren kann, wie ich meine Tage mit einer mitfühlenderen Sicht leben kann. Deine verständnisvolle, liebevolle Energie entwickelt sich auch in mir von Tag zu Tag mehr. Und langsam nähere ich mich dieser Quelle des Lichts, dieser Quelle der Liebe, der Schönheit und mehr Freiheit. Diese Quelle tiefen Verstehens, den oft die Menschen, Gott Vater oder Jesus, Moses, Allah, Buddha oder Avalokiteshvara nennen. Und nun lade ich euch ein, zum zweiten Mal die Erde zu berühren. Ich bin eins mit diesem blauen Planeten. Ich bin jetzt Zentrum des Kosmos. Ich bin eins mit dieser reichen, tiefen Erde. Und diese Erde vervielfältigt die Energie in mir hundertfach, tausendfach. Vitalität und Energie, meine Vitalität und Energie sind eins mit dieser soliden, friedvollen Erde.
Ihr, meine Freunde, meine Lehrer, habt mir den Weg von mehr Lieben und Verstehen gezeigt. Er hat mich gelernt, achtsamer zu atmen, gezeigt, wie wertvoll es ist, zu vergeben, ganz im Hier und Jetzt zu leben, die Verbundenheit mit allem zu erkennen und allmählich zu erfahren. Die Energie des Buddha und vieler Generationen von Lehrerinnen und Lehrern sorgt für mehr Frieden, ein wenig mehr Freude, Mitgefühl und liebevolle Güte in mir. Seht die Bilder. Verbindet euch mit dieser Energie unserer spirituellen Wurzeln, mit der Kraft, die darin liegt und so viele Generationen zurück auch heute noch in mir wirksam ist, wenn ich bereit bin, mich zu öffnen. Und nun steht bitte wieder auf. Einatmend Ruhe. Ruhig sein, ruhig werden, ausatmend lächeln. Ruhe, einatmen, lächelnd ausatmen. Wenn ihr jetzt zum dritten Mal die Erde berühren werdet, sendet all die Energie, die ihr jetzt durch euren Kontakt mit den zwei Wurzeln aufgenommen habt, an den Menschen, den ihr am meisten liebt. Es können eure Kinder sein, Sohn, Tochter. Es könnte ein Mensch sein, dem es ganz schlecht geht, der schwach ist, der eure Hilfe braucht. Es könnt aber auch ihr selbst sein. Bitte faltet wieder eure Hände und schließt die Augen. Und nehmt das Bild auf eines anderen Menschen, den ihr sehr liebt. Ich berühre zum dritten Mal die Erde. Ich bin jetzt so reich beschenkt von all der Energie meiner Vorfahren aus den zwei Wurzeln. Und ich möchte jetzt diese Energie, diese Kraft dir schicken, dem kleinen Jungen, dem kleinen Mädchen in mir. Auch mit diesem großen Körper bin ich immer noch dieses kleine Kind und so leicht verletzlich. Mit diesem großen Körper weine ich immer noch in Verletzung, wenn ich verwundet werde, Schmerzen spüre. Liebling, ich umarme dich mit dem Licht der Freude und des Friedens. Auch du bist jetzt eins mit dieser wunderbaren Quelle von Freude, Stabilität und Freiraum und von Energie, die aus den beiden Wurzeln kommen.
Und ich sende nun auch meine Energie zu dir, Mutter, die du diese Energie verzweifelt nötig hast. Und ich sende diese Energie zu dir, Vater, ob du noch am Leben bist oder nicht. Bruder, Schwester, dir Partner, den Kindern, Freundinnen und Freunden, um euren Schmerz, euren Kummer zu verwandeln. Ich sende das Beste von mir, jene gute Energie zu euch. Zu euch, meine Lieben, die ihr in Verwirrung und oft Verzweiflung lebt. Damit ihr lächeln könnt und Freude am Dasein verspürt. Und nun seht die Bilder, seht die Menschen, seht euch selbst, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen in euch und sendet mit eurem ganzen Herzen jene liebevolle Energie und jene geistige Kraft, die ihr aus jenen Wurzeln empfangen habt, weiter. Gebt sie weiter. Seht die Bilder. Seht die Gesichter. Seht die Menschen. Und nun steht, bitte wieder auf. Einatmend, beruhigen, stille werden, ausatmend lächeln, liebevoll lächeln. Und jetzt berührt ihr zum vierten Mal die Erde und es wird die schwerste Berührung werden. Denn ihr denkt an den Menschen, der euch die größten Schwierigkeiten und Schmerzen bereitet hat. Der euch vielleicht tief verletzt hat. Und es geht nun darum, dass dieser Schmerz und diese Verletzung sich in euch lösen kann. Denkt also und seht den Menschen vor euch, den ihr am meisten hasst und am tiefsten verabscheut. Und wenn ihr niemand habt persönlich, den ihr so ablehnt, den ihr verachtet, dann denkt vielleicht an Menschen, die anderen zutiefst Unrecht tun, die Verbrecher sind, andere Menschen quälen oder mit Tieren grausam umgehen. Sagt euch, macht euch deutlich, ich bin jetzt nicht mehr dieses kleine Kind, voll Angst und Eifersucht und verletzbar. Ich bin jetzt die Quelle grenzenlosen Lichts, tiefer Freude, der geradezu strahlenden Freude eines Jesus Buddhas oder Bodhisattva Avalokiteshvara. Ich bin diese wunderbare Quelle erleuchteter Wesen und ich sende diese Energie von Güte, von Freude und von Licht dir, der du
in mein Leben so negativ eingegriffen hast, es vielleicht fast zerstört hast. Du bist so ungerecht gewesen, so grausam zu mir. Und du warst so grausam zu vielen Menschen, die ich so liebe. Und ich weiß, dass du selbst auch leidest, obwohl du immer so tust, als sei alles in Ordnung mit dir. Du verbirgst doch nur dein tiefes eigenes Leiden. Du leidest wegen deiner falschen Sichtweisen. Und du verspritzt dieses Leiden, wo immer du bist, um dich herum. Ja, aber ich bin nicht mehr dieses kleine Kind, zerbrechlich und so leicht von dir zu verletzen. Diese Quelle der Kraft, der Liebe ein von Gott oder Buddha, aller Propheten, aller Patriarchen, durchdringt dich jetzt und verwandelt auch dein Leiden. Die Quelle dieses Lichts verwandelt dein Gift in Nektar. Oh ja. Schicke mein Bestes, beste Kraft in mir zu dir, der ich dich so tief abgelehnt habe. Nun, steht bitte wieder auf. Einatmend beruhigen. Ausatmend lächeln. Ruhe und lächeln. Jetzt lade ich ein, in Richtung des Raumes zu schauen. Bei den 5 Berührungen der Erde bisher haben wir in die Zeit geschaut. Und nun schauen wir tief in alle die Erscheinungen, die am Beginn dieses Jahres 2002 mit mir zusammen existieren. Ich bin ein Mensch, aber es ist auch diese Luft und diese Natur, die mich umgibt, die ein Teil von mir ist. Ich verbinde mich jetzt mit allen Menschen und allen Wesen, die in diesem Augenblick mit mir auf dieser Welt leben. Ich kann Bilder sehen von vielen Erscheinungen des Lebens. Ich bin der grenzenlose Ozean des Lebens, der sich in alle Richtungen ausbreitet. Ich sehe die enge Verbindung zwischen mir und allen anderen. Und ich kann sehen, wie wir Glück und Leiden miteinander teilen. Ich bin eins mit jenen, die mit einer Behinderung geboren wurden oder die infolge von Krieg, Unfall oder Krankheit behindert sind. Ich bin eins mit jenen, die in Situationen des Krieges oder der Unterdrückung gefangen sind. Kann sie sehen? Ich bin auch eins mit jenen, die im Familienleben kein Glück finden, die entwurzelt sind,
und keinen Frieden in ihrem Geist erfahren, die hungrig nach Verstehen und Liebe sind und die etwas Schönes, Heilendes, etwas Wahres suchen, das sie umarmen und an das sie glauben können. Ich bin auch der Sterbende, der voller Angst ist und nicht weiß, was mit ihm geschieht und wohin er geht. Und ich bin ein Kind, das an einem Ort leben muss, wo furchtbare Armut, viele Krankheiten herrschen. Ein Kind, das hungrig ist, dessen Arme und Beine dünn wie Stöcke sind und das keine Zukunft hat. Zugleich aber bin ich auch der Hersteller von Waffen, die an arme Länder verkauft werden, beteiligt daran, dass wir diesen anderen Ländern Macht und Kontrolle aufzwingen wollen. Seht ihr die Bilder? Seht ihr euch? Wie tief verwoben, verbunden ihr mit all dem seid? Ich bin auch der Wald, der gefällt wird. Ich bin die Flüsse und die Luft, die verschmutzt werden. Ich bin eines der Tiere, die qualvoll dahin vegetieren und umgebracht werden. Ich bin derjenige, der den Wald fällt, der die Luft verschmutzt und für die Grausamkeiten an Tieren mitverantwortlich ist. Ich erkenne mich selbst in allen Geschöpfen und ich erkenne alle Geschöpfe in mir. Ich bin aber auch eins mit den großen Wesen, die die Wahrheit von Nichtgeburt und Nichttod verwirklicht haben, die fähig sind, die unzähligen Formen von Geburt und Tod, Glück und Leiden mit ruhigen Augen anzuschauen. Ich bin eins mit jenen Menschen, die wir überall finden können, welche ausreichend inneren Frieden des Geistes und des Herzens besitzen, verstehen, Liebe in sich tragen und fähig sind, das Nährende, Heilende, all dies Wunderbare zu berühren. Ich bin eins mit Menschen, die die Kraft haben, diese schreiende Welt mit einem Herz der Liebe und Händen der Fürsorge zu umarmen, mit vielen Händen und mit viel Liebe. Und auch ich bin jemand, der ein Potenzial von genügend Freude, inneren Frieden und großer, weiter Freiheit in sich hat und deshalb fähig ist, den Lebewesen Freude und Furchtlosigkeit zu bringen und vorzuleben. Ich erkenne, dass ich nicht allein und von anderen abgeschnitten bin. Die Liebe und das Glück großer Wesen auf diesem Planeten helfen mir, nicht in Traurigkeit, nicht in Verzweiflung zu versinken. Sie, diese Wesen, unterstützen mich darin, mein Leben auf bedeutsamere Weise in Würde und mit wahren Frieden und Glück zu leben. Ich erkenne sie alle in mir und ich erkenne mich selbst in ihnen. Schau tief und genau hin. Erkennt dies. Steht bitte auf, einatmend
Ruhe, ausatmend, lächeln. In den Lehren des Buddha ist von zwei Dimensionen die Rede, der historischen Dimension, von Raum und Zeit, und der endgültigen Dimension, der letztgültigen oder transzendenten Dimension. In der historischen kann man hoch, tief, klein, groß, rechts und links unterscheiden, auf relative Art. Aber in der endgültigen Dimension gibt es nur das Wasser. Seid ihr wie das Wasser eines grenzenlosen Ozeans. In der historischen Dimension der Wirklichkeit seid ihr Wellen. Und Wellen können klein sein, können groß sein, hoch oder niedrig. Aber in der letztgültigen Dimension seid ihr eins sein. Verbunden, ja Teil der wunderbaren Einheit allen Seins. Und ich möchte euch jetzt auf dem Pfad von der historischen, relativen Alltagswirklichkeit dieser Dimension in die letztgültige, die transzendente Dimension zu schauen, einladen. Tief, der endlose Strom des Lebens, der seit anfangloser Zeit fließt. Ihr seid zwar jetzt hier, aber ihr seid gleichzeitig Millionen unzählige Jahre vor euch und unzählige Millionen Jahre nach euch präsent. Ich bin dieser Strom des Lebens mit Millionen und Abermillionen Manifestationen, Bergen, Flüssen, Bäumen. Alles sind Erscheinungen dieses Stroms des Lebens. Tiere, Pflanzen, Mineralien und Menschen, wie ich selber, sind alles Erscheinungen dieses grenzenlosen Ozeans des Lebens. Seit undenklicher Zeit strömt dieser Fluss ohne Anfang in die Gegenwart. Und dieser Ozean, in der der Fluss gemündet ist, wird auch in der Zukunft da sein, ohne ein absehbares Ende. Und nun berühren wir zum fünften Mal die Erde. Bleibe ganz tief im Kontakt mit der Erde und kontempliere. In diesem Strom des Lebens und seinen Millionen und Abermillionen Erscheinungen hat meine Manifestation ihre Wurzeln in meinem Blut vorhanden. Ich bin deine Kontinuität, Mutter, als du noch dieses junge Mädchen warst, voll von Dynamik, Schönheit und Kraft. Aber ich bin auch du mit deiner Kritik, mit deinem Zorn, mit deiner Gereiztheit. Ich nehme dich an, wie du bist, ohne zu urteilen. Ich bin deine Kontinuität, Vater. Dieser Mann mit 20 Jahren, voller Dynamik, die ich in mir spüren kann. Aber ich bin auch deine Kontinuität, Vater, mit deinen harten Urteilen, mit deinen Zorn, mit deiner Ungerechtigkeit. Und ich akzeptiere euch beide, ohne Unterschied. Ich nehme euch alle an, Ahnen, Vorfahren meiner Blutsfamilie,
mit all euren Vorzügen, mit all euren Schwächen. Ich bin auch ihr, meine Nachkommen, mein Sohn, Tochter, Enkel, Urenkel. Sie sind viele Generationen noch nicht manifestiert und doch bin ich schon in euch. Ich nehme euch an, so wie ihr seid. Mit all euren Stärken, mit all euren Schwächen. In diesem Strom des Lebens, mit seinen Milliarden Manifestationen, bin ich eine Erscheinung. Und ich wurzle in meinen spirituellen Vorfahren genauso. Ich bin die Kontinuität von dir, mein Lehrer, meine Lehrerin. Die Kontinuität deiner Lehrer. Die Kontinuität eines Bodhisattva Avalokiteshvara. Und ich spüre, dass ich deine Kontinuität bin, Jesus von Nazareth, Franz von Assisi, von Allah, Gottvater. Und einen voll erwachten, erleuchteten Menschen, Buddha. Ich spüre euren Frieden, eure Ruhe, eure Festigkeit in mir. Aber ich spüre auch die negative Energie spiritueller Vorfahren, die nicht fehlerfrei waren. Ich nehme sie alle an. Denn ich erkenne diese unheilsamen Samen auch in mir. Ich nehme sie an, kann sie akzeptieren und lächle ihnen zu. Und lass sie endlich los. Einfach loslassen. Und nun steht bitte wieder auf. Einatmen, ruhig. Ich bin ruhig. Und lächle beim Ausatmen. Einatmen, Ruhe. Ausatmen, das Lächeln. Und nun wollen wir zum siebten und letzten Mal die Erde berühren. Und uns dem Bereich annähern, wo keine Geburt und Tod, kein Kommen und Gehen herrschen. Die Erde berührend lasse ich meine Vorstellung los, dass ich dieser Körper bin und meine Lebensspanne begrenzt sei. Und jetzt berührt die Erde zum siebten und letzten Mal. Ich berühre die Erde und lasse die Vorstellung los, ich sei dieser Körper und meine Lebensspanne sei begrenzt. Ich erkenne, dass dieser Körper, der aus den vier Elementen besteht, nicht wirklich ich ist und dass ich nicht durch diesen Körper begrenzt bin. Ich bin ein Teil eines Lebensstromes von spirituellen und leiblichen Vorfahren,
der bereits seit Tausenden von Jahren in die Gegenwart fließt und für weitere Tausende von Jahren in die Zukunft fließen wird. Ich bin eins mit meinen Vorfahren. Ich bin eins mit allen Menschen und Arten von Wesen, gleich ob sie friedlich und furchtlos oder voller Leid und Angst sind. In diesem Augenblick bin ich überall, auf der ganzen Welt anwesend. Ich bin auch in der Vergangenheit und in der Zukunft anwesend. Die Loslösung vom Körper berührt mich nicht. Gerade so, wie das Herabfallen einer Apfelblüte nicht das Ende des Apfelbaums bedeutet. Ich sehe mich als Welle auf der Oberfläche des Ozeans. Meine Natur ist das Wasser des Ozeans. Ich erkenne mich wieder in allen anderen Wellen und ich sehe all die anderen Wellen in mir. Das Erscheinen und Verschwinden der Form der Wellen macht dem Ozean nichts aus. Mein Dharma-Körper und mein Weisheitsleben sind nicht Geburt und Tod unterworfen. Ich erkenne, dass ich bereits da war, bevor mein Körper sich manifestierte, und dass ich noch da sein werde, nachdem mein Körper sich aufgelöst hat. Selbst in diesem Augenblick erkenne ich, dass ich woanders existiere als nur in diesem Körper. Meine Lebensspanne, wie auch die Lebensspanne eines Blattes oder eines Buddha, ist unbegrenzt. Ich habe die Vorstellung hinter mir gelassen, dass ich ein Körper bin, der in Raum und Zeit losgelöst ist von allen anderen Formen des Lebens. Dies zu sehen, dies tief zu spüren, uns dem anzunähern, lässt uns verstehen, nein, lässt uns annähern, jener Dimension, die in dieser Wirklichkeit ständig verfügbar, immer da ist, untrennbar verwoben, Samsara, Nirvana, die relative Dimension, die konventionelle, mit der letztgültigen, mit der transzendenten Dimension dieser Wirklichkeit. Allmählich wächst mein Vertrauen, dass meine Natur aus unzerstörbarem Leben besteht, welches die Kraft ständiger Verwandlung in sich birgt. Ihr vermag ich durch eigenes Bemühen eine Richtung zu geben, so dass das Potenzial der Buddhaschaft, das in mir angelegt ist, geweckt, gestärkt und allmählich zur Reife gebracht werden kann. Und dies geschieht durch ständiges Weitergehen auf dem Weg eines Bodhisattvas mit einem heiteren und furchtlosen Herzen. Wenn das der Fall ist, bin ich endlich in meinem wahren Zuhause angekommen. Ich verweile völlig im jetzigen Augenblick, berühre dieses wunderbare Leben, bin stabil, gefestigt, frei von Belastungen aus der Vergangenheit und Sorgen wegen der Zukunft.
Wir verweilen jetzt in dieser Gelassenheit, in großer, tiefer Freude, in dem letztendlichen Raum und zeitüberschreitenden Dimension der Wirklichkeit. Und nun erhebt euch wieder. Dies, meine lieben Freundinnen und Freunde, war die Meditationsübung der sieben Berührungen der Erde. Ich empfehle euch, sie immer wieder einmal in eure Praxis einzubauen, sie mit euren eigenen Bildern anzureichern, das euch zu öffnen für jene Gefühle, die dabei sich entwickeln, vielleicht auch eigene Texte, die im Kontext zu dieser Vorlage entwickelt werden, zu finden und auf diese Weise ein tieferes Verstehen und ein besseres Annähern zur Zeitlinie, zur Raumplattform und zu jener glänzenden, durchlässigen, transparenten Kugel der nirvanischen Dimension zu kommen, die Raum und Zeit umschließt und wo es nicht mehr um die Frage von Sein oder Nichtsein geht. Ich danke euch.